Ich habe selbst aktiv gespielt. Ja, war nicht nur Mitglied im Verein, ich habe aktiv gespielt vom 1. Juli ab bis heute. Ja. Ja, aktiv gespielt und dann aktiv Schiedsrichter. Hallo, lieber Werner Koch. Hallo. Sie sind seit 70 Jahren Mitglied beim 1. FSV Mainz 05. Richtig. Und außerdem mit über 80 noch amtierender Schiedsrichter. Genau, mit 84 noch. Ja. Darüber wollen wir uns heute unterhalten. Ganz sehr vielen gut, lieben Dank, dass Sie gut. die Zeit für uns haben. Kein Problem, habe ich gern gemacht. Ja. Sie sind 1952 in den Verein eingetreten. Richtig, ich bin am 1. Juli eingetreten, habe dann angefangen aktiv als B-Jugendspieler. Mhm. Dann bin ich bei der A-Jugend, Amateure, alte Herren und 70 bin ich zu den Schiedsrichter gewechselt. Und wer hat Sie denn mitgenommen ins Stadion? Wer hat Sie damals überhaupt mit Mainz 05 ganz alleine? Selbst, ganz allein. Als Bub? Wenn ich noch erzähle, wie ich bin damals konfirmiert worden. Von der Konfirmation bin ich nach Hause, habe mich umgezogen und bin hier hoch. Und wie ist Ihnen die Idee gekommen? Es war ja jetzt nicht eine Zeit, wo alle die ganze Zeit im Stadion waren. Weil ich mit 14 Jahren Interesse hatte, Fußball spielen zu können. Gell? Und das habe ich schon dementsprechend gemacht. Und von der ersten Mannschaft damals, wie nah war die Anbindung an die? Von der ersten Mannschaft war es so, dass ich von dem Zeitpunkt ab auch die Spiele gesehen habe hier. Mhm. Ich habe hier selbst noch auf dem Fußballplatz gespielt, auf dem alten Schlaggeplatz noch. Mhm. Und wie gesagt, wenn die Zeit das gegeben hat, war ich die Spiele alle so angesehen. Sie haben ja wirklich so ein reiches Erleben mit dem Verein gehabt. Ja. Was sind denn Erinnerungen, die Ihnen besonders wertvoll sind? Die Wahl vom Harald Schulz ist noch eine Erinnerung. Da war ich ein bisschen dran schuld. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Nee. Soll ich schon was dazu sagen? Also da war damals Mitglied der Versammlung im Elserhof, 89. Und da hat der Bodo Hettlern als Vorsitzender einen Bericht gebracht, Jahresbericht. Und hat die Mannschaft im höchsten Ton gelobt für die Meisterschaft, die sie gemacht haben. Aber den Trainer nicht, ne? Und vom Trainer kein Ton. Und das hat mich gestört. Mhm. Ich war damals im Beirat, in der Wahlkommission. Ja. Und da habe ich gesagt, hab den Arm gehoben und bin dann hoch in die Bütze und habe gesagt, also ich hätte gut zugehört. Aber wenn man die Mannschaft lobt für die Meisterschaft, müsste man auch zum Trainer ein paar Takte sagen. Da hat der Bodo Hettlern leichtsinnigerweise gesagt, jawohl, Herr Koch, obwohl wir zusammen Fußball gespielt haben. Jawohl, Herr Koch, das habe ich vergessen. Ja, der ganze Saal gebuht. Mhm. Und 20 Minuten sparen die Wahl. War Harald Schulz Präsident, weil der Peter Ahrens abgelehnt hat. Ja. Mhm. Hat allerdings noch ein bisschen was, die Prinzig hat noch ein bisschen mitgespielt und die AHA hat noch ein bisschen mitgespielt. Gell. Aber der Urheber war ich gewesen und Harald hat bis vor 2 Jahren immer gesagt, dahinter, der ist schuld, der hat mein Leben verändert. Gell. Da sehen Sie mal, wie gut, dass wir drüber gesprochen haben, weil die Geschichte von dieser Wahl ist ja, glaube ich, sehr gut bekannt. Gilt immer so als klassisches Beispiel von Mainzer Revoluzertum, aber dass Sie derjenige waren, der den Stein des Anstoßes gefunden hat. Das stand sogar in der Zeitung. Mit Name. Aber das sind so Erinnerungen von damals. Und dann später als Fußballspieler mit der A-Jugend waren wir zweimal in der damaligen DDR und haben damals auf Einladung von der DDR Glaurau besucht, Bernburg besucht. Mhm. Und von Bernburg sind wir nach Leipzig. Wir haben in Leipzig erlebt, wie das 100.000-Mann-Stadion eingeweiht worden ist. Mhm. Wir haben damals gespielt gegen Honvéd Budapest mit Ferenc Puskás. Mhm. Das ist auch noch so ein Erlebnis von damals. Bei der Einweihung des Kunstrasenplatzes in Finden damals, da hätten Sie, wenn es ein Pflichtspiel gewesen wäre, sogar, wenn ich das richtig weiß, eine rote Karte gegeben, oder? Wen haben Sie denn da verschont? Also das war unser Wolfgang Overath. Und Wolfgang Overath hat damals dem Christian Heidel die Fersen poliert. Da habe ich dem Christian Heidel gesagt, oder bin an vorbeigegangen, dem sage ich jetzt ein bisschen was. Da habe ich dem Overath erklärt, dass wenn das nochmal passiert, dass er bei Zeit duschen gehen kann. Als jemand, der über 5 Jahrzehnte als Schiedsrichter schon tätig ist, was ist denn Ihre abschließende Meinung zum VAR? Das ist jetzt, für mich ist das immer noch im Anfangsstadium. Mhm. Weil irgendwo ist da irgendwas nicht in Ordnung, weil die Unterschiede sind da und man muss sich Gedanken machen, warum sie da sind. Ja? Mhm. Und was mir auch nicht gefällt, was früher zu meiner Zeit nicht der Fall war, dass aus der Nachbarschaft einer im Keller in Köln sitzt. Mhm. Und sein Schiedsrichter aus Wiesbaden sitzt in Köln schon zweimal, wenn er mal in der Spiel ist. Und das halte ich nicht für gut. Nicht wegen dem Schiedsrichter,
sondern die Meinung von der Allgemeinheit, die ist dann dementsprechend negativ. Mhm. Ja. Und das finde ich nicht ganz in Ordnung. Die Schiedsrichterabteilung von Mainz 05 ist ja eine sehr große, ja. Waren zeitweise über 40 Schiedsrichter, ja. Momentan sind es 34. Wie stolz sind Sie denn da auf Ihre Truppe? Ja, ich bin da stolz drauf, weil ich bis jetzt noch keine Probleme mit den Schiedsrichtern hatte. Es sind einige dabei, wo Vater und Sohn dabei ist. Mhm. Und ich muss sagen, man hatte bis jetzt noch keine Probleme gehabt. Haben Sie denn auch Schiedsrichterinnen bei sich? Zwei. Eine neue, die hat jetzt vor ein paar Monaten ihre Prüfung gemacht aus Mainz. Und die sind zufrieden. Und ich habe jetzt wieder einen Neuling direkt aus der Südpfalz, der die Woche zugesagt hat. Und deswegen sind wir zufrieden bei uns. Ja. Lieber Herr Koch, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Sie bekommen von mir zum Abschied die Mainz 05 Gummibärchen vielen in der Dank, Wortpiratin Gummibärchentüte. Vielen Dank, ja, danke hat sehr. Hat großen Spaß gemacht, mit Ihnen zu mir sprechen. Auch. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ja.